verwirrt, Liz. Wie kann jemand wie du, fast schon eine Heilige, die Welt so sehr lieben, aber alle darauf hassen? Ich meine, hast du überhaupt Freunde? Kompilation abgeschlossen. Datei wertloses Versprechen bereit für Übertragung. Erweist du mir die Ehre? Logikbombe gezündet. Ab geht's, ihr Farsi-Spinner. Sei einfach weiter der Beste in deinem Feld, Travis. Ich bewundere dich aus der Ferne, Liz. Ich schwöre es auf Mamas Grab. Und sie war religiös. Travis lag falsch. Elizabeth wollte dem Leben eine Zukunft sichern. Ihr lagen alle am Herzen. Na, ich weiß nicht. Die Außergewöhnlichen gehen einen einsamen Weg, Aloy. Wie wir beide sehr gut wissen. Hauptsache, Silent Schnitz schießt schon wieder überall mit ein. Was haben wir denn hier? Das frage ich mich auch gerade. Warum geht die Tür hier nicht auf? War die nicht vorher noch offen? Vielleicht habe ich das einfach falsch rum reingesteckt. Die muss eigentlich hier rüber. Ah, jetzt hat, jawohl, die Tür ist offen. War ich wohl ein bisschen falsch. Noch eine Platte, die ich aufziehen könnte. Ich muss höher klettern, um ranzukommen. Was? Ah, da oben. Tada! Jetzt komme ich mit dem Zugwerfer wohl nicht ran. Ich muss springen. Ernsthaft? Jawohl. Lass auf. Immer dieses melodramische, dramatische, ich häng da so und gucken wir erstmal nach unten und dann. Ja. Springen geht nicht. Aber wenn ich gleite. Lass mich raten, das kann ich jetzt umswitchen? Ah, jawohl. Ich glaube, von hier aus komme ich nicht zur Tür. Weiterer Teil der Anlage. Das sehe ich mir mal an.
Ich sollte rübergleiten können. Mhm. Will aber nur noch mal ein bisschen gucken. Da drüben ist nämlich auch noch mal eine Tür, die eventuell aufgehen könnte. Hallo? Warum nicht? Sag ich doch. Sicher ist sicher. So, was macht das da? Okay, das ist grundsätzlich kaputt. Das kann ich später aus dem Vorrat nehmen. Aber es gibt nichts groß hier zu entdecken, okay. Scheiße, wie kommen wir jetzt da wieder rüber? Nee, sag bloß, ich muss den ganzen Weg jetzt. Ah, tada! Diese lustigen Pilzwucherungskristallteile sind ganz schön heftig, wenn die explodieren. Noch eine versperrte Tür. Was ist mit der Konsole daneben? Die Konsole hängt mit der Tür zusammen. Man braucht irgendeinen Code, um diese zu öffnen. Oh, Hank Shaw. Oh Mann. Wie laut ist das da draußen? Travis Tate, außerhalb der des Lärmfilters? 150 Dezibel. Hank Shaw. Dann haben wir wohl etwas Ruhe. Was steht an, Trev? Gaff. Trev? Keine Ahnung. Travis Tate. Wir sind lange befreundet, aber ich habe nie gesehen, dass du wen betrügst. Warum jetzt bei Far Zenith? Hank Shaw. Ich? Ich wollte es dir erzählen. Sie kriegen eine Gaia-Kopie. Ich darf mit auf die Odyssee. Aber ich habe gesagt, wir brauchen zwei Plätze, weil ich meinen Freund Trev mitbringe. Travis Tate. Mann, Hank. Klingt, als wäre der Lärmfilter kaputt. Geht's dir gut? Unverständlich. Ach, geht schon. Ich habe hier einen persönlichen Filter, siehst du? Ich weiß, dass du nicht gut hörst. Aber siehst du den Text, der alles transkribiert, was ich sage? Gut. Während ich da draußen auf 170 Dezibel aufdrehe, könntest du den Übertragungscode eingeben. Na also, das war's schon. Cool, danke Hank. Gut gemacht. Sicherheit? Hank Shaw steht zur Abholung bereit. Oh, er atmet noch. Vielleicht bringt ihr... Was? Vielleicht bringt ihr aber eine Schaufel mit. Was? Der redet mit sich selber. Oh Mann, wie laut ist es da draußen? Hätten wir auch außerhalb des Lärmfilters? 150 Dezibel. Dann haben wir wohl etwas Ruhe. Was steht an, Trev? Wir sind lange befreundet. Aber ich habe nie gesehen, dass du wen betrügst. Warum jetzt bei Far Zenith? Ich wollte es dir erzählen. Sie kriegen eine Gaia-Kopie. Ich darf mit auf die Odyssee. Aber ich habe gesagt, wir brauchen zwei Plätze, weil ich meinen Freund Trev mitbringe. Oh. Oh. Mann, Hank! Klingt, als wäre der Lärmfilter kaputt. Geht's dir gut? Geht schon.
Ich habe hier einen persönlichen Filter, siehst du? Ich weiß, dass du nicht gut hörst, aber siehst du den Text? Der alles transkribiert, was ich sage? Gut. Während ich da draußen auf 170 Dezibel aufdrehe, könntest du den Übertragungscode eingeben? Na also, das war's schon? Cool. Danke, Hank. Gut gemacht. Sicherheit? Hank Shaw steht zur Abholung bereit. Oh, er atmet noch. Vielleicht bringt ihr aber eine Schaufel mit. Puh. Okay. Man kann es auch unverständlich vorlesen. Abspielen wäre halt super gewesen. So. Wie geht's jetzt weiter? Wer sind da? Hier, Treff, ich habe ein paar alte Dateien vom Projekt Gespinsklave. Gespinsklave? Gespinsklave? Keine Ahnung. Ausgegraben. Noch aus der Zeit vor Hades. Ted ist nicht annähernd so gründlich, wie er glaubt. Was hatten seine kleinen Trottel hier am Laufen? Hui! Und dann haben sie auch noch ein paar fiese Sachen vom Ramses-Projekt reingepackt. Da ist natürlich der Moldavian Brainhack, aber auch neue kleine Teufel, wie der allwissende Mimir und mein persönlicher Liebling Sovereign 7482. Das ist mal ein Spitzenprädator mit E? Okay. Die Kontrolle über die TDO-Bots übernehmen und sie mit Haushaltsgegenständen bewaffnen. Danach räumt keiner mehr auf. Ich muss zugeben, die hätte ich gern frei rumlaufen sehen, damit sie noch was erleben, bevor die Lichter ausgehen. Aber ich werde der Versuchung nicht nachgeben. Das kommt wohl davon, wenn man mit Lizzie abhängt. Oder vielleicht will ich auch meinen Elysium-Deal nicht aufs Spiel setzen. Was ist der Code 7482? Von Travis Tate. Hier wurde jede Menge Malware produziert, bevor sie Rodan übernahm. Und eine davon hat eine Nummer. Na, also. Ah, war die richtige. Okay, die brechen wir auf. Was ist denn das? Ach, ein Aufzug. Das war mal ein Aufzug. Muss es arschkalt sein eigentlich. Noch ein Datenpunkt. Ach, Aufzeichnung. Hallo? Kein Deal mehr, Tilda. Zero Dawn hat die Ektogenese-Kammern. Farzenith braucht die Apollo-Datenbank. Es gibt keinen Grund, diesen Vorfall. Du wolltest Gaia stehlen. Ich hatte nichts damit zu tun. Und du hast die Verantwortlichen bestraft. Dank deiner Logikbombe kämpfen sie um ihre lebenswichtigen Systeme. Ich soll also wirklich glauben, dass du nichts davon gewusst hast? Bitte, Liz. Die Chancen der Menschheit sind so schon gering. Auch wenn du unseren Plan nicht gutheißt. Was, wenn wir als Einzige überleben?
Sollten wir dann nicht Apollo haben? Um uns an die Vergangenheit zu erinnern? Unsere Fehler? Ich bitte dich. Gut. Du bekommst eine Kopie von Apollo. Danke. Wir reden nochmal. Wohl, Tilda. Jetzt reicht es. Zeit loszulassen. Böse. Geht wieder normal auf, ne? Da ist die Tür. Ich komme näher. Vermutlich habe ich vergessen, eine Leiter runterzulassen, richtig? Besser ist das. Ah, da drüben. Das war jetzt sehr mutig. Komm, hoch mit dir. Wo komme ich da? Der war knapp jetzt. Darf ich das mit dem Segeln darüber? Ja, gerade so. Nein! Vorsicht! Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Wenigstens ist die Ausrüstung noch trocken. Kombination abgeschlossen. Datei wertloses Versprechen bereit für Übertragung. Scheiße. Ja, wieder rein. Ernsthaft. Oh Mann, nochmal den ganzen Weg.
warte mal, stopp. War doch keine so doofe Idee, da nochmal hinzugehen, ne? Wie du. Fast schon eine Heilige. Die Welt. Ja, das spielt eine Dauerschleife ab anscheinend. Aber alle darauf hassen. Ich meine, hast du überhaupt Freunde? Kombination abgeschlossen. Datei merkloses Versprechen. Ah, das war das, was ich vorhin gehört habe. Jetzt hat. Komm hoch mit dir. Komme. Glück habe ich die Leiter runtergelassen. Aber die andere Leiter erschließt sich mir irgendwie nicht. Hätte ich da. Ich hätte im Wasser auch. Ah, leck mich doch. Okay. Ich sehe es ein. Ja, toll. Diesmal habe ich den Haken nicht erwischt. Das so crazy da hier rüber machen muss, verstehe ich halt gar nicht. Dass man von da nicht darüber kann, das ist auch irgendwie doof. Okay, das war das überflutete Labyrinth. Geschafft. Dann geh weiter. Dann gehen wir mal weiter. Beschädigt. Das Backup zum Beispiel. Fang an zu suchen. Ich ahne fürchterliches. Ich habe eigentlich keine Lust, gegen das Teil zu kämpfen, ne? Aber die werden doch nicht ein Sachen für den Vorrat. Ein Gerät programmiert haben, das hier irgendwie übelst Wuling macht, wenn man es aktiviert. Das wäre doch für jeden Menschen tödlich gewesen. Genetisches Profil bestätigt. Guten Tag, Dr. Sobek. Möchten Sie Einsiedlerspinne aktivieren? Möchte ich. Aktivierung. Okay, wird hochgefahren. Das
klingt gar nicht gut. Scheint instabil. Und sehr schwer. Pass auf. Wenigstens habe ich Strom. Und es gibt hier Daten. Anscheinend ist diese Einsiedlerspinne ein Testapparat für Gaia und Hades. Ich sollte mir das Zugriffsfeld anschauen. Ja, leg los. Irgendwie. Okay. Diese runden Kapseln sind wohl Speichereinheiten. Eine mit Hades-Backups, die andere mit Gaia-Backups. Worauf wartest du noch? Hades ist unten, aber der Gaia-Behälter klemmt. Dann entklemm ihn eben. Vielleicht kann ich auf die Kopplung am Arm schießen. Hoffentlich hast du es nicht beschädigt. Da es jetzt unten ist, sollte ich auf die Kapsel zugreifen können. Okay, und wie mache ich das? Ah, jetzt. Hab eins. Zwei sogar. Ich habe mir langsam Sorgen gemacht. Fußabdruck gering. 98% Speicher? Das kann nicht stimmen. Gaia war eine Superintelligenz. Man kann nicht erwarten... Systemkern. Keine Unterfunktionen? Die Kopie ist nicht komplett? Nein. Eher ein Samen, aus dem Gaia wachsen könnte, wenn sie Unterfunktionen für eine heuristische Matrix hätte. Also ist das nutzlos? Ich fürchte ja. Ohne Unterfunktionen. Oh! Aloy, du hast alles gegeben. Wofür? Für nichts? Vielleicht ist die Rettung der Welt für eine Person zu groß. Selbst für dich. Warte. Ohne Unterfunktionen ist sie nutzlos, aber es gibt Unterfunktionen. Da draußen! Die ursprünglichen, die verstreut wurden, als Gaia sich hochgejagt hat, die können überall sein. Du wirst sie nicht rechtzeitig finden. Selbst wenn, hat das Signal sie mutieren lassen wie Hades. Du weißt gar nichts. Sicher weiß ich. Viel sogar. Wenn es klappt. Der Versuch war's. Du hast Minerva. Aber keine Verbindung. Nicht weit. Die Berge westlich von Rheinklang. Nah genug, um sie zu holen. Ich hatte gehofft, alle Unterfunktionen zu finden. Aber eine ist immerhin ein Anfang. Genau. Stellst du Minerva wieder her, kann man damit Gaias heuristische Matrix auslösen. Und ist sie bei Bewusstsein, sucht sie mit mir die anderen Unterfunktionen. Ich sammle sie ein... Und baue sie Stück für Stück wieder auf. Sehr clever. Glaubst du noch, ich kann die Welt nicht alleine retten? Ja, wir haben Besuch. Ah, naja. Also das. Warnung, Eindringlinge, Warnung. Aloy, du musst genau zuhören. Die Eindringlinge wollen genau dasselbe wie du. Gaia ist neugeboren, daher sind sie hier. Freunde von dir? Nein, sie kennen mich nicht. Der Datenimpuls, den ich übertrug und der auf ein mögliches Gaia-Backup hier hinwies, war anonym. Sie sind sehr mächtig, aber sie werden dir nicht wehtun. Nicht, wenn sie sehen, wer du bist, was du bist. Ein Klon von Elizabeth Sobek, ein genetischer Schlüssel zum Neustart von Gaia und dem Aufbau des Systems. Sie brauchen dich. Ich hab dich gewarnt, Silence. Akzeptiere doch einfach das Unvermeidliche. Öffne die Luke. Zuerst rette ich Gaia und die Welt, dann suche und vernichte ich dich! Ich versuche dir hier zu helfen. Offensichtlich nicht. Belausch mich mal damit!